Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Lost Song. Ja, wir sind endlich im letzten Dungeon. Ich bin etwas angeschlagen, deswegen muss ich mich hier kurz ausruhen. Ich sagte kurz ausruhen, damit ich kurz heilen kann. Ein paar Mana-Tranks. Wenn es hier weitergeht, ich habe nämlich draußen ein bisschen trainiert. Aber ja, war natürlich nicht so viel. Ja, wir sind endlich im allerletzten Dungeon angekommen. Der finale Dungeon. Dann haben wir alle 6 Kugeln beisammen. Und hier in diesem Dungeon hoffe ich mich natürlich, dass wir den natürlich auch schaffen werden in dieser Folge. Das ist eigentlich das Hauptziel, was wir in dieser Folge erledigen wollen. Diesen letzten finalen Dungeon zu schaffen. Damit wir dann auch endlich mit diesen 6 Kugeln sammeln, endlich fertig sind. Katana? Ich suche immer noch Gegner, die ich bisher noch nie gesehen habe, aber irgendwie davon schon 2 besiegt habe. Und ich weiß nicht, woher. Heißen irgendwie so komisch und die brauche ich halt für die Quest und ja, bin immer noch verwirrt, wo ich die herbekomme. Nicht diese Gegner hier, diese Homolkus. Bin ich sicher, wo man die finden soll. Weiß nicht, ob das Items sind. Nein, das ist ewiges Eis. Das habe ich auch schon gesammelt. Nicht davon. Und vor allem, wenn das ihre Gegner sind, ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Das war jetzt unabsichtlich da hochgesprungen, aber okay. Hier befindet sich ein Schalterchen. Was war der da? Huch! Der hat euch heraufgesprungen? Die sind ja auch nicht so stark, deswegen kann man sie auch leicht besiegen. Danke. Ah, da ist auch noch eine Kiste. Vielleicht ist das aber eine Falle. Ne, ein Wundermittel ist das. Okay. Ein Wundermittel? Heilt mich das komplett oder wie? Jetzt haben wir hier noch weitere Türen. Die da ignoriere ich da, die rechte Tür. Nee, das ist Automat oder whatever. Sind wieder Automaten oder wie die heißen, whatever. Reines Eisen. Oh, seid ihr das? Ja, Homolkus, okay. Und die, gegen die hatte ich schon mal gekämpft. Wann denn? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch schon mal jemals gekämpft. Wie bitte habe ich... Was waren die? 300? Ach so, 375. Okay, ich dachte, für ein krankes Level waren die jetzt. Gegen die habe ich schon mal gekämpft? Okay, wann denn? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gegen die jemals schon gekämpft habe. Oh! Ich würde gerne die Kiste da haben. Ich würde auch gerne mal was testen. Was das jetzt ist. Ja, die Feuerschleuder werde ich mal raushauen. Aber jetzt sind so die Wurst nämlich da, der Flammenschlag. Was macht der? Wow, der ist effektiver und sieht epischer aus. Sieht echt episch aus. Aber wir müssen ja auch ein paar Dinge lernen, ne? Weil hat das gerade jetzt gar nicht getroffen. Lol. Habe ich ja schon in der letzten Folge gemacht, aber wir müssen halt auch mal unsere Charaktere leveln, also sozusagen die Skills hier. Der ist schon der 50 erreicht, oder was? Ach, der Flammenschlag hat erst Level 5 erreicht, ne? Super.
Er bekommt ja schnell ein Level hoch. Hurra. Aua. Dauert zwar dadurch ein bisschen länger, aber diese Skills gehören natürlich auch dazu. Deswegen müssen wir sie auch leveln. Wenn ich die größtenteils off-cam level, aber trotzdem. Ich bin nicht so ein Magier, ich bin halt eher so ein Kämpfer. Also ich nutze selten Magie-Attacken. Für den Angriff lieber Schwert. So. Haben wir die schon mal besiegt? Ach komm, dich besiegen wir jetzt auch mal, weil wir gerade dabei sind. Dich besiegen wir jetzt auch mal mit dem Feuerball. Damit ich für den Feuerschlag episch aussieht. Boah, das macht jetzt richtig gut damit. Ich meine, es verbraucht auch nicht so viel Mana, deswegen kann man es ruhig mal ein bisschen einsetzen. Ich meine, bei diesem einen Gegner ist es auch sinnvoll. Wir greifen jetzt alle einfach nur aus der Distanz an. Oh, der ist schon tot. Ah, sieht episch aus, oder? Was meint ihr? Nee, da muss ich noch nicht hin. Also hier muss ich off-cam nochmal rein in diesen Dungeon, weil diese Homlokos drin sind. Und die muss ich für eine Quest machen. Ich habe jetzt nämlich nur 4 davon gezielt. So? Ja. Und die muss ich natürlich besiegen für diese Quest. Das ist wichtig. Ich hoffe, dass wir das in dieser Folge hinbekommen, den Dungeon und den Boss zu besiegen. Den man sollte hinhauen. Ich meine, wir haben die letzten Folgen das auch schon geschafft. Also bin ich da schon... Alter, wie viele Gegner sind das? Also bin ich da schon ein bisschen motiviert, das schon zu schaffen. Okay. Schön mal ein Star Wars das Spiel mal ein bisschen rausploppen. Von nur einer gestorben ist. Ist das denn ernst? Da war so Stream. Passiert. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, die ganze Zeit gegen diese Gegner vielleicht zu kämpfen für euch zum Zusehen, aber das sind halt RPGs. Oh, was? Ich habe den nicht getroffen mit dem Star Wars to Stream. Ich dachte. Aber anscheinend nicht. Ach man, ich hasse dieses komische Geist, weil dann erhöht sich die Mana so langsam. Wie sie das schon sowieso tut. Und das ist noch langsamer beim Aufladen. Komm, stirb. Ja, wir müssen ja ein bisschen leveln. Stirb. Ich hoffe, dass wir echt danach echt wirklich in bessere Gefilde kommen, dass wir vielleicht ein neues Gebiet haben, was wir erkunden können. Huh. Ich denke mal auch, dass wir ein neues Gebiet bekommen. Alter, andere geht's mir auf den Sack. Ich kämpfe jetzt nicht mehr gegen die, die sind gemein. So, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Außer dich, du stirbst jetzt. Weil du stinkst. Und dann gehe ich mal endlich zum Boss. Wir wollen das ja noch in dieser Folge schaffen. Und wer weiß, was da dieses Mal so noch kommt. Das sind jetzt 3 wieder. Kassiere. Und bist du jetzt tot. Und du stürzt jetzt auch. Schlagen wir dich nochmal ein bisschen was drauf. Dann stirbst du. Schlage ich auf dich drauf. Und dann bist du auch gleich tot. Nein, Asuna, wo rennst du hin? Nicht dahin laufen. Komm mit. Komm mit, Mädchen. Wir wollen jetzt zum Boss. Wo war der? Wo ist der eigentlich? Ich bin einfach rausgerannt. Ich bin einfach rausgerannt. Okay. Kann man auch mal machen. Hier müsste der Boss sein. Der finale Endboss. Geister. Bestimmt ein geremakter Boss. Oh, keine Sequenz? Hä? Ich dachte, wir bekommen eine besondere Animation, aber nö.
Da, ich will erstmal... Nein, ich habe nicht getroffen. Okay, denn ahne ich Schlimmeres. Ich würde sagen, erstmal die besiegen. Na, 378 ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Es ist nur drei Level höher als die vorherigen. Also das nehme ich noch an. Kommt natürlich jetzt auf den Boss an. Nicht, dass der irgendwie ausrastet auf 500 oder so. Was auch immer. Machen wir. Geht. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal seine Werte senken. Gegen den Boss kämpfen wir auch schon zum dritten Mal. Meine, als ich die Aufnahmesession begonnen habe, haben wir schon mal gegen einen von seinen Kumpels da gekämpft. Also es war... Alter. Haben wir schon gegen den gekämpft. Ich glaube, das war vor vier oder... Nein, doch, vor vier Folgen war das. Da haben wir schon mal gegen diesen Gegner gekämpft. Und ich glaube, wir kämpfen gegen diesen Gegner auch schon zum vierten oder fünften Mal. Und haben wir mal wieder Problemchen. Wir sollten das schon schaffen. Auch wenn ich gerade mit meinen Skills überhaupt nichts treffe. Was sehr suboptimal ist. So, ich hau jetzt einfach mal schön mal an. Blockassiere. Bei ihm weiß ich auch nicht, wo seine Schwachstelle liegt. Ich mache ihm halt nur 3000. Bei den anderen mache ich halt deutlich mehr. Ach so, sein Kopf. Das ist okay, sein Kopf muss ich angreifen. Oh, Vorsicht, Asuna. Heil dich. Gut, sie hat sich geheilt. Gut. Diese Skills. Kann ich Asuna irgendeinen Skill raushauen? Warum machen wir das schon wieder so wenig? Ist echt sein Kopf die ganze Zeit treffen, oder was? Anscheinend schon. Oh Gott. Ganze Zeit sein Kopf, sein Köpfchen treffen. Komm her, Drachi, Drachi. So, wieder mein Teil einsetzen. Und dann schön vorne aufs Köpfchen. Oh, wenn er sich nicht die ganze Zeit da aufholen würde. Guck mich an. Oh, guck mich an, wenn ich mit der kämpfe. Getroffen. Also machen wir... Was? Wieso? Warum rege ich mich darüber eigentlich? So, nochmal heilen. Genau, was bringt das eigentlich bei ihm? Hä? 100? Wie süß. 100 Damage habe ich ihm gemacht. Werde ich jetzt auch mal ganz kurz austauschen. Machen wir mal. Es ist ja sehr effektiv auf Drachen. Ja. Schaden ist jetzt auch Ordnung. Und sieht episch aus. Einfach mal die Frostlanze jetzt einfach mal so im Battle-Level. Warum nicht? Kann man mal machen. Oh, er leuchtet gerade rot. Und fliegt natürlich jetzt durch die Gegend. Kassiere, das gibt's nicht! Blöder, verfickter Drecksdrache. Oh, habt ihr das gesehen? 4000. Nochmal 8000 Damage, Alter. Jetzt hat er kassiert. Jetzt hat er richtig kassiert. Jetzt hat er gesehen, wer hier der Barbo ist. Und jetzt. Deswegen glitscht er sich jetzt um fest. Oh, wieder 5000. Schöner Damage. Leider fehlt mir jetzt gerade mein Skill. Da ist er. Komm her.
genau der Moment. Stellt er sich da wieder hoch. Ja, ist mir egal, ob ich jetzt gerade ein bisschen kassiert habe. Auch ein Kristall hier. Ah, du kannst doch irgendwas ein bisschen rumhüpfen. Nämlich egal. Mann, kannst du dich nicht wieder in deinen roten Bereich geben? Ja, mit Damage. Oh, er hat auf mich gehört. Naja, den wollte ich, will ich aber den auch treffen, Mann. Bleib stehen, Junge. Bleib stehen und stirb. Ja. Jetzt? Oh, ist das geschockt? Und genau in dem Moment habe ich nichts. Das gibt's nicht. Ey, wie haben die das geschafft? Alter, in dem Moment, weißt du? Natürlich in dem Moment. Weißt du, wo er wieder aufsteht, habe ich wieder mein Skill. Aha. Danke, Spiel. Ich hasse dich auch. Oh, wie haben die das bekommen? Pass auf. Jetzt schock ich ihn mal. Nein, nicht so. Komm her. Komm auf den Boden und dann kassierst du mal richtig. Ich sagte, komm auf den Boden, du Arsch. Danke. Wieso konnte ich jetzt noch einmal schlagen? Ah, dieser Bastard. Jawoll. Wieder 4000 Damage. Aber ich würde ihm am liebsten 8000 machen. Okay, solange ich ihm gut Damage mache, ist es auch immer noch in Ordnung. So. Jetzt komm. Komm runter, guck mich an und stirb! Komm hier wieder in einen roten Bereich. Guck mich an, stirb! Wieso habe ich ihn jetzt nur 4000 gemacht? Ist mir egal. Die Treffe! Oh, wieso? Jetzt guckt er mich wieder an. Ja, bleib ruhig. Warum? In dem Moment ist Kirito immer wieder verwirrt. Treff ihn an seinen Scheißkopf. Ja. 5000 mehr. Will wieder 8000. Er rastet aus. Ja. Na, wieder genau in dem Moment. In dem Moment, wenn du in so einer geilen Position bist, um ihn wirklich richtig gut Damage zu machen, in dem Moment hast du nie Skills. Also kein Mana. Genau in dem Moment. Genau immer in diesem einen Moment. Jetzt komm runter. Das gibt's nicht. Wieder nur 4000. Und wieder kein Mana. 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 Du sollst den scheiß Mana-Trank einsetzen. Danke. Der lebt immer noch. Ich hasse dich! Und deine Magic! Und es ist immer das gleiche mit der Kirito. Egal, ich will mich jetzt nicht heilen. Du stirbst jetzt. Stirb! Danke! Boah! Was ein Arsch! Oh, wir haben's geschafft! Sieht fast so aus, als hätte Wann sah er jetzt komisch aus von Shino? Nur wie so strange. Okay, jetzt kriegen wir Mutter Teresa oder was? Okay. Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Da kommt noch ein Boss. Irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl dabei. I hope so. Jatta! Wir haben es geschafft. Eine Tür hat sich irgendwo geöffnet. Supi. Und ich krieg dafür nicht mal einen Preis. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal raus aus dem Dungeon. Offcam werde ich die Gegner besiegen, werde ein bisschen leveln. Weil meine Aufnahmesession ist nämlich jetzt hier vorbei.
nehme ich jetzt 4 Folgen zur Dot Online Lost Song aufgenommen wieder. Und ihr wisst, dass ich immer, wenn ich eine Aufnahmesession von Sword Art Online Lost Song mache, dann immer nur 4 Folgen aufnehme. Ist eigentlich bei jedem Projekt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber irgendwann habe ich mir das immer so immer gemacht, dass ich wirklich von jedem Projekt immer 4 Parts aufnehme. Hat keinen bestimmten Grund, einfach nur so. Und jetzt kann ich da vorne in den Dungeon rein. Hip hip, hurra! Und wie es da in diesem Dungeon, in dem letzten, final, finale, mega, super Dungeon abgeht, das seht ihr in der nächsten Folge von, na klar, Let's Play Sword Art Online, Lost the Song. Bis dahin, Leute, und ciao!